really not sure. I don't understand it all properly, and I'll just follow everybody else, I think. I don't think it'll matter too much. So I'm hoping everything will just stay the same, really. Yeah, I'm not really sure about that one. Ich hatte wirklich das Gefühl, ja, die Gastfreundlichkeit ist da, aber die Taos, da fehlt mir was. You always use three towels. Ich glaube, ein Handtuch sagt mehr als 1000 Worte. Es ist ein komisches Gefühl. I think we're all just bored. We just want to just go on with it, tell us what we're doing and then we'll go on with it as well. Man muss jetzt eben Towel Art nutzen und da reingehen in die Emotionen. Das heißt, die über die Tiere oder die Towel Art Kunstwerke, die wir machen können, einfach erreichen. Can I show you one simple thing? Towel Art ist ganz einfach, ist die Kunst, ein Handtuch in eine ganz neue Form zu bringen. Das größte Potenzial der Towel Art ist eigentlich, Emotionen, die verschüttet sind und die wir nicht an uns ranlassen wollen, zu aktivieren und rauszuholen. The monkey. Yeah. Yes. So, it just makes everybody happy. If they're happy as soon as they come in and they think, oh great, the room's lovely, then they'll carry on thinking like that. Bring a smile to people's face, that's great. Egal wer wir sind, egal wie alt wir sind, egal wie jung wir sind, egal welche Hautfarbe wir haben, wir alle brauchen Handtücher. I mean, we've had guests in and come and said, oh, we've seen the swans, can we have the swans on our bed? Yeah, no problem, we'll do that for you. Ich denke, Towel Art kann die Welt verändern. Und in Zeiten des politischen Umbruchs kann Towel Art auf jeden Fall ein Moment sein, über das wir alle zusammenkommen und uns trotzdem verbunden bleiben.